So, hier ist für euch der Poetry Slammer Hötsch. Oh, gibt es einen Mikrofonständer? Ja. Verdammt, ein Mikrofonständer. Ist aber auch kein Mikrofonständer. Ja, Emily macht dir den Ständer, das ist doch hübsch. Ach, ein Textständer. Nein, Mikrofonständer. Das ist das Mikro. Stell dich auf den Kopf und steck's rein. Ich glaube, es geht auch so. Nein, das möchten wir nicht sehen. Ja, wie gesagt, ich mache meistens Texte und stehe damit auf der Bühne, die ich selbst schreibe. Und einen, den ich geschrieben habe, der hat tatsächlich in der S-Bahn gespielt. Passt auch insofern ganz gut, weil schon über Prenzlauer Berg und dergleichen gelästert wurde. Und über Kinderwägen, und darum geht es hier drin auch. Der Text trägt den Titel Heteronormativ. Mein Freund und ich sitzen in der S-Bahn. Das machen wir jetzt öfters, denn wir haben beschlossen, jetzt, da wir zusammen sind, uns gehen zu lassen und fett zu werden. Und dabei ist Fahrradfahren nur unnötig im Weg. Nicht weit von uns steht eine junge Frau mit Kinderwagen. Darin ein drollig glucksendes, sabberndes Bündel aus Pampers und Babyspeck. Wie immer in solchen Situationen setzen meine Synapsen vollständig aus. Ich beginne, debil vor mich hin zu grinsen, ungewollt Grimassen zu schneiden und Tourette-artig Gucci-Gucci-Laute von mir zu geben. Mein Freund tritt mir dezent, aber kräftig gegen Schienbein, um mir zu zeigen, dass er mich liebt und dass ich ihm peinlich bin. Aber ich gucke ihn nur mit großen Dackelaugen an. Lass uns ein Baby klauen. Mein Freund zuckt die Achseln und geht auf den Kinderwagen zu, wie immer gewohnt, mir jeden Wunsch zu erfüllen. Nein, nicht das, rufe ich schnell. Ich will ein hübsches. Empört verlässt die Mutter beim nächsten Halt die Bahn, vor sich hinmurmeln, dass anständige Kindsführer sich mal die Finger nach ihrem Kind lecken würden. Ich bezweifle das. Mein Freund setzt sich wieder. Warum willst du überhaupt ein Baby haben? Die stinken doch nur und kosten Unmengen Geld. Das machen Griechen auch und wir schmeißen sie trotzdem nicht aus der EU. Oh. Moment. Mein Freund und ich lachen herzhaft, denn wir haben beschlossen, nicht nur fett, sondern auch ausländerfeindlich zu werden. Denn wir finden, nicht auf Äußerlichkeiten zu achten, das kann jeder, aber erst wenn ein innere Werte scheißegal sind, kann man von wahrer Liebe sprechen. Aber jetzt mal im Ernst. Das ist doch total heteronormativ. Ich stimme da nicht zu. Ich finde das Ganze gar nicht heteronormativ. Ich meine, welcher Heteromann setzt sich schon mit seinem besten Freund in einem Spielplatz, um kleine Kinder zu beobachten? Wäre ich heterosexuell und 70 Jahre alt, wäre das wohl pervers. Aber ich bin schwul und Anfang 20, also darf ich das, denn damit stehe ich evolutionär auf der gleichen Stufe wie eine Frau. Naja, war fast, weil ich habe hier immer noch einen Penis, was mir zumindest in der Arbeitswelt einen enormen Vorteil verschafft. Ich finde es auch vollkommen gerechtfertigt, dass Männer im Schnitt 25% mehr verdienen als Frauen, denn Frauen werden niemals in einem Wettbewerb mit japanischen Investoren gewinnen, bei denen es darum geht, möglichst zielgenau ein Weizenglas zu pinkeln, was bekanntlich ein Grundpfeiler in der Welt der Großfinanzen ist. Frau Merkel kennt das. Insofern bin ich also qualifizierter. Aber würde mir einer dieser japanischen Investoren ein 8 Monate altes Baby vor die Nase halten, dann würde ich sofort und ihm sämtliche deutschen AKWs überschreiben und noch dazu das ein oder andere Delfinarium mit dazugehöriger Edelstahl-Papunensatz obendrauf legen. Mein Freund tritt mir nochmal gegen Schienbein, diesmal fester. Du denkst schon wieder an Babys. Lass das, ist nicht gut für dich. Woran soll ich denn sonst denken, maulig zurück? An Fußball zum Beispiel, schlägt mein Freund vor. Ist doch auch voll hetero. Naja, für dich ja nicht, weil du bist ja eher das Mädchen bei uns. Jetzt trete ich meinen Freund, aber nicht gegen das Schienbein, sondern in die Eier. Mein Hinweis, dich deshalb japsen auf dem S-Bahn-Boden herumzurollen, sei total heteronormativ, geht in seinem Weinen unter. Plötzlich steht ein Mit-40-Jähriger mit einem 2-jährigen Kind auf dem Arm neben uns und fährt uns an. Jetzt machen Sie da mal was, das ist ja nicht auszuhalten. Ich beiße ihren Balken in den Oberarm, das natürlich sofort zu schreien beginnt, und gebe ihr den Tipp, sich erstmal darum zu kümmern. Und wie ich so dastehe und hinher schaue zwischen meinem sich windenden Freund und dem weinenden Kleinkind, da wird mir auf einmal ganz warm ums Herz. Ich nehme meinen Freund in den Arm, streichle ihn über das Haar und drücke ihn ganz fest, bis er sich beruhigt hat. Weißt du, meine ich, vielleicht brauche ich ja gar kein Baby. Ja, antwortet mein Freund. Und ich glaube auch gar nicht, dass du ein Mädchen bist. Weißt du auch warum? Er küsst mich sehr lange. Dann boxt er mir in die Eier. Dankeschön. Ganz, ganz toll, wie ich ja immer wieder finde.
Ich wusste stellenweise jetzt nicht, ob das Ironie war oder ob er das wirklich so meint. Ich glaube, es war alles wirklich so, ist wirklich so passiert. Reine Realität natürlich. Ja, also ein Prenzlauer Berg ist es tagtäglich so. Eigentlich spätestens in dem Augenblick, wo er von seinem Freund sprach, wusste ich, das ist verkehrt, denn wir beide sind ja noch verheiratet, mein Lieber, ne? Ja. Ich sag nur Facebook. Ach, du hast noch einen Freund neben mir. Ich bin ab sofort wieder zu haben. Also wer Interesse hat an...